Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von Planet Zoo. Das hier ist mein Franchise Zoo, der Lia Park. Und ja, ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen. Ich hatte es allerdings eigentlich auch aufgenommen und schon geschnitten und gerendert. Und dann habe ich gedacht, so viel ist da gar nicht passiert in der Folge. Schmeißen wir weg, machen wir neu. Also, ich hatte hier dieses Gebäude angefangen zu bauen und dort sollen natürlich die Elefanten rein. Das ist quasi nur das Eingangsgebäude, ein ja, kleiner Teil ist das eigentlich nur. Hier habe ich ein Fenster reingemacht, da können die Elefanten und die Lamas sich zuwinken. Ich habe gedacht, das ist vielleicht eine schöne Geschichte. Es ist nicht ganz ausjustiert, nicht ganz fertig. Hier bei den Koalas habe ich auch die Steinwand ein bisschen erweitert. Ich denke, da können wir wirklich alles Mögliche noch ein bisschen auskleiden. So ringsrum. Ah ja, hier hinten habe ich es auch gemacht, genau. Nur mal so nebenbei. Sieht doch ganz gut aus. Ja, die Koalas scheinen im Moment immer wieder zu entkommen, in Anführungszeichen. Ja, man sieht, Xavier sieht sehr entkommen aus. Das müssen wir ein bisschen hinnehmen momentan. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Das ist vielleicht die Höhenunterschiede von hier zu hier. Ich weiß auch nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber das muss uns ja nicht weiter kümmern. Hier habe ich auch schon ein bisschen den Weg gemacht. Hier auch. Wir haben auch eine große Pfütze. Und ich glaube, das ist ganz gut so. Das wird eine schöne Oase. Vielleicht kommt da noch eine kleine Insel rein. Könnte man machen. Hier in dem Bereich kommt ja dann das große Elefantenhaus. Deswegen, das hier ist ja eigentlich nur so ein kleiner Bereich, wo aber auch ein Elefant reinpassen sollte. Das schauen wir dann mal. Hier ein Elefantenhaus, vielleicht so ungefähr dort. Und dann kommt dann hier natürlich der Weg hindurch. Ja, ich stelle mir das ganz gut vor. Man könnte hier natürlich auch Fressula-Buden reinbauen. Ja, das könnte wirklich gut werden, glaube ich. Aber das sehen wir alles mal noch. Ich habe hier ein bisschen den Boden geformt. Und was natürlich ganz wichtig ist, war natürlich hier eine Wasseraufbereitung. Zum einen halt für das Elefantengehege und zum anderen für die schmuddelige Ecke hier oben. Ja, ich hatte noch nicht auf Play stehen, nicht wirklich. Es ist noch nicht gereinigt, es ist noch in Arbeit. Es sieht wirklich furchtbar aus, also lecker. Ganz toller Springbrunnen. Der ist hoffentlich bald wieder klar. So, wir machen jetzt mal weiter. Und zwar hätte ich jetzt gerne Elefanten hier drin. Die Barrieren müssten richtig so sein. Grad 4. Natürlich passen die Elefanten durch diese Tür. Das ist ganz, ganz klar. Okay, das ist immer noch ein bisschen schief. Na gut. Man könnte natürlich hier das Teil auch noch ersetzen. Na, lässt es mich anwählen und zwar mit was anderem. Ich glaube, wir lassen das aber erstmal so. Das sieht ja keiner. Das interessiert ja niemanden. Das hier fand ich ganz hübsch. Das Glas habe ich außen drapiert. Ich denke, das kann man ganz gut so lassen. Okay, hier sieht es ein bisschen komisch aus, aber kann man immer noch ein bisschen nachjustieren, wenn wir wollen. Wir holen jetzt mal Elefanten. Und zwar die afrikanischen müssten das sein, wenn ich mich richtig erinnere. Hatte ich schon welche gekauft? Ich glaube nicht. So, wir haben die hier. Ach, guck mal. Den möchte einfach keiner haben. Naja, wir können ihn auch handeln mit Geld. Ist aber schon schade, ne? So ein schönes Exemplar. Und ich gebe ja die Tiere nicht für 10.000 Moneten her, so wie manch andere Spieler. Machen wir mal 1400. Ja. So. Wen haben wir hier noch? Aha. Gansuk. Ich glaube, den behalten wir mal noch. Wir gehen mal hier weiter. Oh, schön gepaart. Gut. Dann machen wir mal die Filter weg. Ah, hier oben sind sie ja schon. Ganz oben der erste sogar. Afrikanischer Elefant. Ja, weg. Mach weg. Ich habe gedrückt. Menno. Okay.
Es hat funktioniert. 10.000. Wow. Naja. 30 Jahre, 26. Oh je. Oh je. Okay. Dann nehmen wir doch dich. Und ein Männchen können wir uns nicht leisten. Was hast du für Haut? Graue Haut. Grau. Ja, man könnte ihn nicht kaufen. Braungraue Haut, okay. Warum denn so gierig? Naja, gut. Nee, das ist natürlich schlecht. ja. Da haben wir jetzt halt nur einen, aber ich glaube, alleine wird die sich nicht wohlfühlen, oder? Naja, wir verlegen dich trotzdem mal hier rein. Aber ich bin schon ganz gespannt. Ich habe schon sehr, sehr lange, wirklich einige Monate, würde ich mal ja, grob schätzen. Das kann ja jetzt alles sein. Zwischen 2 und 12 ist jetzt alles möglich. Aber zwischen 2 und 12. Ich glaube, das dauert mir doch mal ein bisschen raus. Ja, und das da muss auch ein kleines bisschen. So. Ja, schon besser, ne? So ist es besser. Okay, dann machen wir das jetzt mal zu. Da warten wir mal auf unseren. Oh. Pause. Ich habe hier keinen Arbeitsbereich zugewiesen, glaube ich. Okay, wir gucken mal da rein. Mitarbeiter, was war das? Oh, die westlichen Flachlandgorillas sind die beliebtesten im Moment. Ne, nicht hier, sondern hier. Arbeitsbereich. So, ich hatte eigentlich gedacht, das machen wir hier oben mit in die Ecke. Machen wir denn die Koalas, Tapir? Ach, hier oben sind sie. Wieso macht denn der das nach unten, wenn ich hier aufmache? Na gut. So, wir haben hier zwei. Ja, gute Frage. Vielleicht müssen wir einen hinzufügen. Wir gucken mal. Wir haben hier die. Ja, gut, okay. Ja, aber es würde sich wirklich anbieten, wenn wir das hier machen. Hier kommt ja kein weiteres Gehege mehr hin. Da müssten wir eventuell. Ja, vielleicht noch einen Mitarbeiter einstellen. Oder einen Mitarbeiterraum noch irgendwie. Na ja gut, das ist nicht so weit weg eigentlich. Na ja gut, es geht. Es ist schon ein Stück. Wir könnten hier vielleicht noch was hin platzieren. So ein Mitarbeiterraum. Ja, könnte gehen. Wir warten einfach mal ab. Die werden ja dann schon sagen, ob es zu weit weg ist oder so. Aber ich muss sagen, das hier mag ich ganz gerne, ne? Das hier ist zwar ein bisschen dick. Kann man da die Farbe ändern? Wir gucken mal. Ja, man kann die Farbe ändern. Die erste Farbe und die zweite. Wie sieht das aus? Aha. Okay, es ist. Ja, das Rosa hatte ich für diese Stangen hier. Und die sehen ja mal gar nicht rosa aus, ne? Hier klappt es natürlich dann nicht. Also, wir drücken natürlich mal Play, dann kommt der Elefant auch bald an. Okay, hier holen wir dann was anderes. Das vielleicht? Aha, ja, das sieht doch gut aus. So, das war das letzte und das war das danach. Es ist wahrscheinlich andersrum. Ja. Das ist jetzt richtig. Oha. Das sieht so aus. Ich mache das aber auch gar nichts, wenn es vertauscht ist. So und so. Okay. So und das da. Das ist mir schon ein Dorn im Auge. Nee. Ja. Das hat er jetzt wunderbar angedockt. Prima. Gut.
Da ist sie ja schon. Oh, das passt ja gut. Aber ich glaube, die Männchen sind viel größer. Ach, guck an, wie hübsch du bist. Siehst du aus wie ein Baby? Aha. Sehr schön. Also auf jeden Fall einen Pfleger hinzufügen. Genau. Achso, der muss erstmal auf den Boden landen. Erstmal vom Himmel fallen. Dann kann man dich hier eintragen. Ich drücke mal das Falsche. So, Arbeitsbereich. Das war hier. Ja, Elefanten. Den Namen sollten wir auch noch eintragen, bevor ich es vergesse. Hier. Und Elefanten. Genau. So, dann holen wir direkt mal die Spenden. Ja, erstmal noch Pause. Die Spendenboxen. Die natürlich nicht hier sind, aber macht nichts. Wir können auch zuerst mal was zum Fressen reinstellen. Klein. Natürlich groß. Das muss riesig sein, muss das. Gelb. Eine andere Farbe. Oh, nee, das ist aber. Ja, das vielleicht. Hier. Oha. Wieso ist das so? Na gut, okay. Das geht trotzdem. Vielleicht hier rüber. Ja, das ist nicht so schlimm. Das wird ja noch alles angepasst. Und hier muss ja auch noch ein Deckel drauf, also ein Dach. Ich wollte da dasselbe nehmen wie hier drüben bei den Koalas. Ich glaube, das wird richtig gut, das da. Ja, geh mal rein gucken. Und natürlich muss zuerst auch noch was zum Fressen da rein. Vielleicht kümmert er sich ja drum. So, und zum Schlafen. Muss man auch mal schauen. So. Ich glaube, vorher sah es besser aus. Machen wir mal zurück. Ja. Noch? Sehr gut. So. Machen wir mal die Baupläne weg. Oh, hier haben wir einen Reifen. Hat es deswegen was? Okay. So. Und eine Reibesäule stellen wir da auch mal hin. Naja, das da war jetzt nicht so schön. Machen wir mal. Nochmal. Na gut, dann bleibt das jetzt so. Schlafplatz. Ja, da hätte ich ja eigentlich gerne hier was. Extra groß, auch sehr gut. Genau. So und so. Hier muss ich mal schauen. Da habe ich jetzt einfach nur sowas drum gemacht. Vielleicht machen wir das größer. Nee, das können wir. Doch, wir können es eins größer machen. Wir gucken mal. So rum. Ja. Und so vielleicht. Kopieren.
Nochmal drehen. Jetzt ist es richtig. Und nochmal kopieren. Perfekt. Ich glaube, so geht das schon besser. Nur hier ist es ein bisschen hoch. Das bearbeite ich dann mal noch demnächst. Ich glaube, da muss ich wieder die Barriere wegmachen. Machen wir nicht jetzt. Aber die Form sollte schon mal passen. Ich glaube, wir gehen auch nochmal eins hoch, glaube ich. So, dass wir das hier... Na, zeigst du es mir an? Das hier eins höher nochmal. Haben wir das nicht hier irgendwo? Wir gucken mal bei den Wänden und geben mal Holz ein. Und dann ist das hier unten irgendwo. Wir sind ja schon Profi hier. Wenn ich nicht wieder schusslich bin, dann weiß ich auch, wo was ist. So, ah ja, hier 2 Meter, genau. Da können wir nämlich, ja, ist bestimmt wieder der Koala. Und wenn ich das jetzt sage, ist es wahrscheinlich ein anderes Tier. So, machen wir das mal. Genau, weil ein großer Elefant soll ja auch da durchpassen. Auf jeden Fall. Hier kann noch ein Guckfenster rein. Moment. Ah doch, ist richtig. Was mache ich denn? Das kommt dorthin. Ja. Okay, das gefällt mir jetzt nicht. Aber das geht wieder. Ja, so funktioniert das. Ja gut, hier könnte ich das jetzt so machen. Oder wir entfernen die hier einfach. Und nehmen das höhere. So. Wunderbar. Ups, nein. Oder sollte ich... Ah, Moment, das geht auch. Dann machen wir die nämlich eins höher. So. Da haben wir ja auch ein Guckloch. Ein Luftloch, Guckloch, wie auch immer. Und das hier kommt auch eins höher. Kopieren. Genau. Naja. Und das kommt weg. Und dann kommt das dorthin. Ich wollte jetzt nicht diese geschwungenen Teile suchen. Ob es die auch in 2 Meter gibt. Können wir uns ja einfach sparen. So, und das kommt ganz oben hin. Kann man das... Na gut, okay, gedreht ist es dasselbe. Auch okay. Gut. Dann mal da ein Guckloch, ein Luftschlitz und hier. Ja, wohl, vielleicht ist das unpraktisch. Na gut. Dann eben nicht. Ja, hier guckt's raus und da sieht man dann die Ecke. Ist jetzt halt auch nicht so praktisch. Dann halt so. Zu. Fertig. Alles klar. Eine Gazelle wird an Altersschwäche sterben. Ah, okay. Wo bist du denn? Oh, du bist im Wasser. Genau, da wollte ich auch mal gucken. Also schwimmen kannst du so nicht. Die Frage, ob die überhaupt schwimmen würden. Drücken mal kurz Pause. Der Name ist aber auch nicht so, ne? Wie nennen wir dich denn? Sisi. Genau. Was fehlt dir denn noch? Ach, dir fehlt bestimmt noch Gesellschaft. Oh ja, oh ja, oh ja. Einer ist einer zu viel, einer zu wenig. Einer zu viel. So, wir lassen mal die Play-Taste. Tier verstorben. Ja, jetzt ist es wahrscheinlich passiert. Ein Männchen? Bitte, bitte, bitte ein Männchen? Oder noch ein Weibchen? Oh. Könnte auch gehen. Nee, ehrlich nicht. Wir haben jetzt noch 3500. So, dich verlegen wir auch mal hier rein. Dann seid ihr halt 2 Mädchen. So, und wieso geht's euch schlecht? Oh.
Das sind bestimmt zu viele im Käfig. Im Vivarium. Oh, falsche Taste hier rein. Tiere. Und die Fröschis suchen. Okay, die sind im Handelszentrum. Hier sind aber auch schon wieder viele drin. Oh, Moment mal. Du kannst bleiben, du kommst weg. Du bist nämlich attraktiver. So, du bist golden. So, golden. Ja, genau. Was haben wir hier? Die sind im Handelszentrum. Alles klar. Gut, gut, gut. So, wir haben davon viel im Handelszentrum. Ja, die habe ich schon rausgeholt. Die müssen wir noch verhökern. Da war wirklich, ja, die Brut geplatzt quasi. Also da sind wirklich so viele geboren worden. Das ist ja unglaublich. Du bist auch das Baby. Oh, du bist golden sogar, die Charlotte. Ich habe dich schon umbenannt, glaube ich, heimlich. Habe ich, glaube ich, getan. So, weiter geht's. Was mit euch hier? Baby. Hier sind die Fröschlichen. Da haben wir auch wieder goldene. Du kommst weg. Du kommst weg. So, zum Handelszentrum. Dann haben wir ja bestimmt wieder einige Moneten jetzt. Gucken wir mal. In der Aufbewahrung. Ja, 47 von 50. Wow, 12.000. Dollar, Euro, was auch immer. Sehr schön. So, wir gucken mal nach dem Sprühboden. Oh, du hast keinen stabilen Rückzugsort. Ja, okay. Verständlich. Sand, Felsen, Erde. Ich hätte aber gern die leichte Erde. Na gut, das kann man nichts sehen. Das ist schon blöde. Naja, okay. Wir sprühen trotzdem mal ein bisschen rum. In der Schmattellandschaft hier. 60% ist auch nicht so viel. Was machen wir denn hier drinnen? Sand? Könnten wir eigentlich. So. So. Mhm. Ja, und Pflanzen hat die gute ja jetzt auch noch nicht. Da muss ja auch noch was her. Machen wir mal auf 80 und ein bisschen größer. Hier ein bisschen Sand rein. Ja, ja, das macht ganz viel Spaß. So, ist immer noch zu viel. Und zu wenig Erde. Naja, dann müssen wir noch ein bisschen Gas geben hier. Vielleicht noch ein bisschen Schmaddel hier hin. Ja, ich weiß, wir sehen alle nichts. Ich sehe auch nichts, Leute. Ich weiß nur, wohin ich was sprühe. Und das war's auch schon. Oh, jetzt haben wir es hier grün. Wunderbar. Das ist doch wunderbar. Mal hier noch ein bisschen hin. Ein bisschen Erde mischen mit Sand. Ja, das ist doch auch gut. So. Ja, ich glaube, vorher sah es besser aus. Mal hier so ein bisschen da, ein bisschen hier. Da hat die Gute ja schon was hinterlassen hier. Oh, das sehe ich, meine ich schon. Willkommen. Alake. Ei. Alina vielleicht. Na du? Mach mal Licht an. Wow. Na, du kannst werfen, ne? Sehr schön. Es ist leider trotzdem sehr dunkel. Aber wir erwischen die schönen Elefanten mit Sicherheit auch noch in wunderschönem Licht. Nein!
Also das hätte ich ja jetzt nicht erwartet, du. Oh, das ist doch Stärke 4. Ja, ne? Die freut sich hier. Das ist nicht so toll. Moment. Wir gucken mal nochmal hier rein. Zoopedia. Da stand Stärke 4. Gut. Aber Glas anscheinend trotzdem nicht. Na dann. Schade, da können wir hier kein Glas nehmen. Das heißt, wir müssten Glas nehmen innerhalb von... ja. Jetzt hast du mir das Geschwungene natürlich zerstört. Ja, nee, Moment mal. Ich glaube, ich muss die einboxen jetzt, ne? Einboxen, Versand fertig machen. Und du bitte auch. Und dann muss der Fuzzi hier reparieren. Bitte nicht weglaufen. Die Elefanten sind in Sicherheit. Techniker rufen. Ja. So geht es natürlich auch. Der erste Tag und schon ist hier alles kaputt. Da müssen wir das hier doch auch verändern, oder? Na Menno. Deswegen ist das Wasser jetzt sauber. Sieht immer noch schmuddelig aus. Kommt das daran? Ding ist ausgefallen. Also, was ist denn hier heute los? Na. Techniker rufen. Ach, das Ding hat keinen Strom. Oh. Ja, sehr schön. Oh, nee. Dort könnte aber vielleicht eine Solaranlage reichen. Wir gucken mal nach Strom. Oha, ja. Doch, in dem kleinen Bereich. Da machen wir eine Solaranlage hin. Ja. Unter Einrichtungen. Das machen wir noch. Das geht. Mach die Map weg. Wer will die schon? So. Sollen wir die oben drauf setzen? Nein, wir machen die einfach nebendran. So. Ja. Weg damit. Weg. Danke. Kann man die einfärben? Nö. Oder? Nö. Gut. Hätte die gern ein bisschen dunkler gemacht. Das hatte ich nicht gesehen, dass die keinen Strom hat. So, dann auch noch in die Arbeitsgruppe rein, in den Arbeitsbereich, sonst vergesse ich es wieder. Wir müssen bei die Ameisenbären. Wo sind sie? Da. Ja, da ist nämlich das andere nebendran auch drin. Die Wasseraufbereitung. Haben wir noch irgendwas Rotes hier? Da, aber das ist, glaube ich, ein Hut. Verkauf. So, jetzt kann es losgehen, endlich. Ja, gut, ihr Lieben. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Wir kümmern uns beim nächsten Mal hier um den Rest. Ja. Und, oh, die Barriere ist wieder ganz. Ja, und dann machen wir natürlich auch die Barriere neu. Und ja, dann haben wir hoffentlich auch kein Regenwetter mehr. Und ja, euch noch viel Spaß beim selber Spielen von dem wunderschönen Spiel. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!